Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, Abonnenten und zufällige Klicker. Ja, ich habe Klicker gesagt. Zu meinem ersten, neuesten Format-Dingens-Ding. Und zwar geht es heute um das neue Format von mir. Ja, wie schon gesagt. Videospiel-Sinne. Oder besser gesagt, Sinn der Videospiele. Nicht Videospiel-Sinne, das wäre zu Videospiel-mythenhaft. Und zwar ist Videospiel-Sinn. Ja, das Sinn von Videospielen. Und im ersten Teil von Videospiel-Sinne geht es um das beliebte Arcade-Game, was viele auf einem Automaten, Gameboy, NES oder was auch immer gezockt haben. Pac-Man. Ja, Pac-Man, das ist das Spiel mit dem gelben, runden Kreis und dem Kügelchen und den Geistern. Und ja, wie gesagt, viele werden sich fragen, was der Sinn hinter dem Spiel ist, weil ja das Format so heißt. Was der Sinn hinter dem Spiel ist. Und zwar gibt es nicht wirklich einen. Man ist, wie gesagt, ein kleiner gelber Ball, basiert auf einem Puck, weil zuerst wollten wir die Entwickler es Puckman nennen, aber dann haben sie sich für Pac-Man entschieden, weil das irgendwie gleich fast mit Copyright zu tun gehabt hätte. Ja, das hätte dann wieder was mit ACTA zu tun. Juhu, wir dürfen nicht mal einen Namen verwenden. Pac-Man. Ein kleiner gelber Kreis und wir rennen durch verschiedenste Labyrinthe und fressen kleine Kügelchen auf und Obst und ja. Und dabei werden wir von bösen Geistern, sehr einfallsreich, aufgehalten und die können wir natürlich eliminieren, indem wir spezielle Sachen aufessen. Dann werden sie zu blauen Geistern mit so einem komischen Gesicht und man kann sie fressen. Und dann werden sie wieder zu normalen Geistern und das geht so lange weiter, bis man keine Geister mehr hat. Und wie gesagt, es gibt nicht wirklich einen Sinn, außer dass man ein kleines, rundes Ding ist, was Geister und Kügelchen frisst und halt den Score von anderen brechen will. Und ja, das war's soweit. Oder gibt es doch noch was? Genau, Pac-Man. Es gibt eine Option im Bildschirm, gleich am Anfang. Ja, das Guardscreen, wie bei jedem Spiel. Und ja, der einzige Sinn war noch, dass man euch das Geld aus der Tasche zockt und euch die Freizeit raubt. Naja, Freizeit rauben nicht wirklich, es ist sehr lustig. Ja, okay. Und ja, das war halt das erste kleine Video von dem neuen Format. Und wenn es euch gefallen hat, gebt ein Like oder sonst irgendwas. Und da sage ich ciao und bis bald und haut rein. Das war jetzt eine Belali-Schlussding. Also ciao und bis bald. Ciao.